Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch. Die Lage in der Ukraine, vor allem in den umkämpften Gebieten im Donbass, ist immer noch überaus angespannt. Nachdem in den ersten 6 Monaten des Krieges Russland große militärische Erfolge und Gebietsgewinne erzielen konnte, hat das ukrainische Militär in den letzten Tagen in der Region Charkow strategisch wichtige Gebiete zurückerobern können. Auch die Lage im Donbass ist weiterhin unübersichtlich und es kommt täglich zu Angriffen durch das ukrainische Militär. Mein heutiger Gast war die letzten 3 Wochen im Kriegsgebiet im Donbass und wird heute exklusiv von seinen Erfahrungen berichten. Ich begrüße ganz herzlich nach Moskau den Journalisten und Buchautor Ulrich Heiden. Guten Tag, Herr Heiden. Ja, guten Tag, Herr von Witzleben. Ja, Herr Heiden, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir über Ihre Erfahrungen im Kriegsgebiet im Donbass zu sprechen. Bevor wir aber jetzt gleich einsteigen und in die Debatte einsteigen, möchte ich Sie zunächst mal mit Ihnen über die aktuelle Lage zu sprechen kommen. Aktuell wird vor allen Dingen ja auch in den westlichen Medien die Rückeroberung der ukrainischen Armee in der Region Charkow gefeiert. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Könnte das womöglich einen Wendepunkt im Kriegsgeschehen darstellen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland sich nochmal sowas, also nochmal sowas erlaubt, nochmal so eine, sag ich mal, Lücke lässt, wo die ukrainischen Truppen reinstoßen. Ausschließen kann man es natürlich nicht, weil die, sag ich mal, das Agieren der russischen Militärführung ist teilweise unerklärlich. Also auch schon bei dem Rückzug aus dem Gebiet Kiew fehlten eigentlich wirklich, sag ich mal, umfassende Berichte, Einschätzungen. Es wurde ja damals auch schon gesagt, es wird eine Umgruppierung stattfinden. Wir werden unsere Truppen eher jetzt Richtung Donbass schicken. Das wäre das Wichtigste. Das wurde auch diesmal wieder gesagt. Und also es war für die russische Öffentlichkeit, war das, also vor allen Dingen für den Großteil der Menschen, die mehr oder weniger oder sogar vollständig hinter der Spezialoperation stehen, war das schon ein Schock. Und viele waren auch nicht zufrieden, dass es nicht richtig erklärt wurde. Also was im persönlichen Umfeld hatte ich so ein Gespräch mit einer Russin, die war sehr erregt und sagte, das erinnerte sie an Kabul, wo die Amerikaner abzogen und praktisch ihre Mitarbeiter ungeschützt zurückließen. Und jetzt auch in den russischen Zeitungen wird eben auf ziemlich groß darüber berichtet, dass jetzt eben auch in den Gebieten, die die Russen verlassen haben, die Menschen in Gefahr sind, die zum Beispiel Russischunterricht haben, nach dem russischen neuen russischen Programm in den dortigen Schulen unterrichtet haben. Und es ist eben die Gefahr, dass Leute, die einen russischen Pass haben, die von Russland humanitäre Hilfe angenommen haben, die also in irgendeiner Form mit der neuen Zivilverwaltung dort zusammengearbeitet haben, dass man die findet, dass man die verhört, dass man sie vielleicht sogar foltert. Und es gibt ja erste Berichte schon, dass auch ukrainische Truppen bekannt gegeben haben, sie hätten da Zivilisten gefunden, ermordete Zivilisten. Und das erinnert dann schon wieder an diese Butscha-Geschichte, wo auch die Russen abzogen. Und dann haben ukrainische Spezialtruppen haben dann 200 Ermordete gefunden. Und das wird dann gleich den Russen in die Schuhe geschoben, obwohl es ergibt keinen Sinn und es wird auch nicht belegt. Und ich erwarte eigentlich, dass es jetzt wieder solche Beschuldigungen gegen Russland gibt. Also das ist eigentlich sehr, sehr, sehr traurig. Also es ist, ich meine, Russland will ja die russische Welt schützen und nun musste sie sich da zurückziehen, weil dieser Angriff so, mal sagen, die hatten da wirklich eine Stelle gefunden, wo Russland nicht mit so einem Keil rechnete und hatte wohl auch nicht die Truppen, die sozusagen mobil darauf reagieren können, sondern es war, man hatte sich sozusagen auf einen Stellungskrieg
da eingestellt. Und die Ukrainer im Gegenteil, die haben also mit kleinen mobilen Einheiten sind vorgerückt und haben riesige Geländegewinne gemacht. Also da muss Russland vermutlich auch, also viele Kommentatoren sagen, wir müssen mobilisieren. Das heißt also, müssen Reservisten einziehen, wir müssen viel, viel mehr Personal an die, in das Kampfgebiet schicken. Und wir müssen uns auch einfach seelisch, geistig mehr darauf einstellen. Also jetzt habe ich zum Beispiel in einem Telegram-Kanal gelesen, das muss ich nochmal genau checken, ob es alles stimmt, aber dass in einigen Gebieten nahe der ukrainischen Grenze Stadtgeburtstage abgesagt wurden, weil auch diese Grenzgebiete, Belgorod, Kursk und so weiter, Woronesch, also die nicht so weit von der ukrainischen Grenze entfernt liegen, waren ja auch schon, da wurden auch Unter schon Dörfer Beschuss und beschossen. Es gibt sogar schon Tote dort, also auf russischem Territorium. Und natürlich für diese Gebiete da jetzt Feiern zu machen mit, also 500 Jahre oder 700 Jahre, so alt sind die Städte dort, wird dann da gefeiert. Und mit Feuerwerk und so, das geht natürlich nicht. Und da haben jetzt einige Gouverneure angeblich schon diese Feierlichkeiten abgesagt. Naja, das finde ich eigentlich okay. Also es entspricht der Situation. Aber nochmal, um zur Eingangsfrage zu kommen, ich habe jetzt viel auch, sag ich mal, in den westlichen Mainstream-Medien gelesen und dort wird jetzt das eben so dargestellt, dass das womöglich eben einen Wendepunkt darstellen könnte, dass jetzt quasi die Zeit des ukrainischen Militärs gekommen sei und dass womöglich der Beginn einer großen ukrainischen Offensive sein könnte. Also verstehe ich das richtig? Sie sehen das nicht so. Sie glauben, dass dass das russische Militär sich jetzt neu aufstellen wird und dann auch die womöglich von der Ukraine zurückeroberten Gebiete wiederum zurückerobern wird. Also es gibt diese Äußerung von Kadyrow, von dem Oberhaupt der Kaukasusrepublik Tschetschenien, der hat gesagt, wir hätten also 10.000 Mann, wir seien bereit auch zur Rückeroberung. Also das ist so, das ist nun nicht das offizielle Russland, das ist nur einer von bekannten Personen, die auch in dieses militärische Geschehen da verwoben sind. Also ich kann weder über die ukrainische Seite noch über die russische Seite eine exakte Prognose abgeben. Also ich weiß nur, dass Russland wird keine Niederlage zulassen, selbst wenn sie noch nicht in der Lage sind, so mobil zu agieren wie die Ukrainer. Also sie werden, das haben sie ja schon am Sonntagabend gezeigt, sie haben drei Heizkraftwerke bombardiert. Dadurch wurden fünf ukrainische Regionen waren auf einmal ohne Strom, teilweise oder vollständig ohne Strom. Das heißt, die Russland geht jetzt auch so vor wie die Ukraine schon seit 8 Jahren, dass man eben zivile Infrastruktur beschießt. Also ob das jetzt so systematisch gemacht wird wie die Ukrainer, weiß ich nicht. Zumindest am Sonntag war das schon sozusagen so ein Präzedenzfall vielleicht. Ob das so weitergeht, weiß man nicht. Also die Ukraine, es ist, wenn Sie sagen, die Ukraine wird so kämpfen. Also das fällt mir schwer, so zu sprechen, weil da bin ich eigentlich mit den Russen einer Meinung. Die haben gesagt, die konnten nur so vorgehen, weil die ukrainischen Truppen monatelang geschult wurden von den NATO-Trainern, weil sie Realtime-Aufklärungsdaten bekamen von den Amerikanern und von der NATO oder von NATO-Staaten. Und also das ist mir absolut vorstellbar, dass es genauso war, weil, naja, ich meine, die ukrainische Armee hat wenig Erfahrung. Praktisch, die war ja 2014, war sie ja eigentlich zerfallen. Es gab also, ich habe Ukrainer getroffen, die hatten militärische Erfahrung, die waren mit den Amerikanern in Afghanistan und ich glaube im Irak auch, haben da Geld verdient praktisch als Zeitsoldaten, aber also während Russland ja, gut, die Ukraine haben natürlich auch zu Sowjetzeiten in Afghanistan gekämpft. Das heißt, da gibt es schon eine militärische Erfahrung, aber also viele Russen sagen ja, warum seid ihr nicht, warum, also an die eigene Führung gewendet, warum habt ihr diese Aktion nicht 2014 gemacht, wo praktisch die ukrainische Armee schwach war, wo auch in den Städten im Südosten der Ukraine eine große Erwartung war,
von den russlandfreundlichen Leuten. Wir wollen so einen Weg gehen wie die Krim. Naja, also und jetzt, aber vielleicht war Russland da noch nicht in der Lage. Vielleicht fehlten noch bestimmte Waffen, wie zum Beispiel diese Kaliber und andere Überschallraketen, die jetzt ja sehr stark eingesetzt werden und die praktisch gezielt eingesetzt werden auf Militärdepots und Sammelpunkte von Söldnern und von ukrainischen Militäreinheiten. Also, wird die Ukraine, wie sie jetzt vorgehen wird, also es wird jetzt gemeldet, sie massieren massiv Truppen an der Cherson-Gebiet. Also natürlich, die Ukraine ist der russischen Armee unterlegen. Nicht der Armee, die jetzt dort im Donbass schon ist, sondern insgesamt dem russischen Militärapparat, dem ganzen Hinterland, und letzten Endes auch der Drohung ja, mit Atomwaffen letzten Endes. Also ich meine, das heißt, die Ukraine agiert schon seit Jahren, also seit 2014, sag ich mal, agiert eigentlich immer nur dann, wenn sie weiß, sie kann sozusagen einen PR-Effekt, sozusagen die PR-Wirkung ist für die Ukraine eigentlich das Entscheidende. Jetzt ist ja jetzt hat man die Aktion gemacht, um zu zeigen, Leute, wir können gut kämpfen, gibt uns weitere Panzer. Ja, vorher ja. Gab diesen Fall, wo im, ich glaube 2018 war das, da wurde ein vom ukrainischen Geheimdienst wurde so ein Mord inszeniert an einem Journalisten, der lag in einem Treppenhaus mit Tomatensauce beschmiert und war angeblich Opfer eines russischen Anschlags. Und dann stellte sich heraus, das mussten sie so öffentlich eingestehen. Das war inszeniert, um angeblich irgendwelche russischen Leute zu finden, die man schon lange suchte. Und alle Freunde der Ukraine waren düpiert, weil sie ja auf ihren Schlag, es waren wieder ein Schlagzeilen, hatte Schlagzeilen gegeben, also russische Spione ermorden ukrainischen Journalisten, stellte sich dann als Fake heraus. Und die Ukraine arbeitet meiner Ansicht nach, und Butscha genauso, ist ja nicht belegt, dass da diese 200 Menschen von russischer Hand getötet wurden, bis heute nicht belegt. Es gibt keine unabhängige Untersuchung. Das heißt, die Ukraine arbeitet mit, orientiert auf also große PR-Skandale, aber sie ist meiner Ansicht nach nicht in der Lage, mal sagen, ja, so einen Krieg zu führen wie Russland, meiner Ansicht nach. Russland ist, wenn Russland will, kann es, ja, die könnte es die Ukraine überrennen, also sehr schnell. Also sie könnten, die Russland könnte auch mal sagen, alle Kommunikationswege mit dem Westen abschneiden. Warum sie das nicht machen, ist mir unerklärlich. Also Waffenlieferung könnte man stoppen, man könnte alle Flughäfen so bombardieren, dass da keine amerikanischen Flugzeuge mehr landen können. Aber warum das nicht passiert, fragen sich auch viele Russen. Also da gibt es einige Fragen. Ich bin jetzt auch nicht der Militärspezialist, um da so wirklich endgültige Antworten zu geben. Aber das sind so die Eindrücke, die Einschätzung, die ich jetzt so habe. Ich erinnere mich auch noch damals nach Ausbruch des Bürgerkriegs 2014 hatte Putin gesagt, dass er innerhalb von 24 Stunden Kiew einnehmen könnte. Ob dem wirklich so ist, wir haben ja gesehen, dass das zu Beginn des Krieges gescheitert ist. Da möchten wir jetzt an der Stelle gar nicht weiter drauf eingehen, sondern wir möchten ja auch ganz gerne darüber sprechen, was Sie denn in den letzten 3 Wochen in den umkämpften Regionen im Donbass erlebt haben, wie Ihre Erfahrungen waren. Und Herr Heiden, erzählen Sie doch mal, Sie waren jetzt, haben Sie mir erzählt, vor allen Dingen in der Region Lugansk. Können Sie mal für unsere Zuschauer zunächst erläutern, wie waren Ihre Eindrücke vor Ort und wie ist es denn überhaupt so lange Zeit in einem, sich für so lange Zeit in einem Kriegsgebiet aufzuhalten? Ja, das ist schon, man muss auf einiges verzichten, also aus das gemütliche Moskauer Leben, wo man seine Frau an der Seite hat, wo man gemeinsam frühstückt, das muss ich da aufgeben. Und also in Lugansk, muss man sagen, war es sehr ruhig eigentlich. Also da wurde nicht geschossen, es gab keinen Beschuss zu hören. Und nur wenn wir nach Norden fuhren,
in die, wie man auf Russisch sagt, eben die befreiten Gebiete, also den Teil des Luhansk-Gebietes, der bis praktisch zum Februar von der Ukraine kontrolliert wurde. Da wurde das dann doch sehr, ja, hatte man doch schon starke, ja, traurige Einblicke, weil man fuhr eben durch zerstörte Städte wie Severodonetsk und Rubeschnoje. Wo ich in Rubeschnoje habe ich zum Beispiel teilgenommen, da war ich Beobachter einer, da wurden Leichen exhumiert, also die praktisch 1 Meter unter der Erde lagen, die während der Kämpfe, das waren Zivilisten, die während der Kämpfe, die ja Wochen und Monate lang liefen um diese Städte, schnell verscharrt werden mussten, weil man, die konnte man nicht zum Friedhof bringen. Also es war sehr hart, das zu sehen und aber sehr bewundernswert, wie doch die Innenbehörde des Luganska Gebietes und auch Helfer aus Russland, Experten, die eben Leichen untersuchen, nach den Todesursachen untersuchen und danach forschen, woran sind die Leute gestorben, wie die das gemacht haben. Es war technisch sehr gut organisiert, der Ablauf war perfekt organisiert und die Einstellung der Leute war einfach bewundernswert. Ja, einfach, ich meine, da ein russischer Gerichtsmediziner aus Rostow kommt, also nach Rubeschnoje, um diese Leichen zu untersuchen und arbeitet da den ganzen Tag. Also das ist schon ein harter Job, aber vor der Kamera sagte der zu mir, ja, das ist eine wichtige Arbeit, wir müssen das machen und also ohne jeden Zweifel. Und das habe ich, also die Russen vor Ort haben wir da oft getroffen, also als Soldaten auf Panzern, die uns zuwinken oder als Leute, die mit Tankwagen aus Moskau übrigens Wasser ausfuhren in Gebiete, wo es kein Trinkwasser mehr gab, keine Elektrizität. Und auch in vielen Straßen sah man Baumaschinen, die also Straßen neu asphaltierten. In meinem Hotel traf ich einen, dann später in Donetsk traf ich einen russischen Bauleiter, 39 Jahre alt, der aus Moskau kam und der dort im gefährlichsten Gebiet von Donetsk, Kuibyschewski Rajon, also zerschossene Häuser mit seinem Bautrupp renovierte. Also das war sehr positiv. Und solche positiven Sachen sind im Krieg, also ich war auch schon in Tschetschenien und anderen Kriegsgebieten, das erlebt man dort viel intensiver, weil der Krieg ist so grausam und das, was man sieht, eben rußgeschwärzte Häuser, Wände, eingefallene Hauseingänge, also so ein Schnitt durch ein Haus, wo man dann die Badewanne sieht und das Waschbecken und den Kühlschrank, der noch auf ist in der dritten Etage. Also das ist schon. Und dann davor eben verscharrte Leichen, die geborgen werden. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Und alles, was positiv ist, was es natürlich auch gibt, also ja, eben die Russen, die dort helfen, die Bevölkerung, die wir dann zum Beispiel in Rubeschno sind wir so eine Straße längs gefahren, da sahen wir eben so einen Tankwagen stehen, da wurde Wasser ausgegeben und die Leute dann, also sehr freundlich und aufgeregt, teilweise eben merkte man auch noch bedrückt von diesem Krieg, aber gleichzeitig waren sie sehr mitteilungsbedürftig und waren auch untereinander sehr brüderlich, sag ich mal. Und man merkte also in dieser zerstörten Gegend bildeten sich ja neue Communities oder alte Communities, Hausgemeinschaften, die dann zum Beispiel vor ihrem Eingang waren. Ein Feuer wurde, Teewasser gekocht, Wasser zum Waschen wurde heiß gemacht, mit Holz, der im Treppenaufgang stand, eine Holzscheite, wo man eben, die man brauchte. Naja, und das, es gibt menschlich, also rein menschlich gibt es da positive, aber auch traurige Sachen. Dann trafen wir da eine Frau, große Sonnenbrille, großer Schlapphut, die ging da spazieren und irgendwie wie so eine, ja, wie an einer friedlichen Promenade. Es war aber in einer völlig zerstörten Stadt Rubeschnoje und dann erinnerte sie sich so an die Jammer, die sie so ein bisschen, also wir haben hier, hatten ein schönes Leben, wir hatten Tanzabende, unser Bezirk war friedlich.
Ich habe in der Fabrik gearbeitet, 30 Jahre, und ich hatte mein Einkommen. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Also das haben mir auch andere Kollegen erzählt, dass sehr viele Menschen auch mitteilungsbedürftig sind, einfach um ihr Leid uns mitzuteilen. Und in der Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Aber ich habe auch Leute getroffen, Pervers Mais, eher so bissige Zivilisten, die gesagt haben, ich gebe euch kein Interview, weil das bringt doch gar nichts. Wir werden weiter beschossen. Also Pervers Mais ist eine Stadt im Norden von Luganske Gebiet. Diese Stadt lag bis zum Februar an der Frontlinie. Und da war also ständig Beschuss. Und jetzt fuhren wir dahin. Und da war eben offenbar eine HIMARS-Rakete war in ein neungeschossiges Wohnhaus eingeschlagen. Und die obersten zwei Geschosse waren zerstört. Und es war ein schreckliches Bild. Zum Glück war das Haus kaum noch bewohnt. Es gab nur einen Toten, war am Herzschlag gestorben. Weil viele Leute eben doch nach Russland gefahren sind oder in sicherere Gebiete. Aber da war eben die Reaktion, wir reden nicht mit euch, weil was soll das? Also das Fernsehen hilft uns nicht. Also Wie na, ist das denn kann ja auch. generell, wie ist denn da generell die Einstellung der Menschen zu diesem Krieg? Weil, wir hatten es jetzt hier eingangs schon erwähnt, im Donbass ist jetzt nicht erst seit dem 24. Februar Krieg, sondern schon seit 2014, seit über 14 Jahren. Das heißt, die Menschen sind da schon Acht ein Jahren, acht Stück. Jahren. Entschuldigung, 8 Jahre natürlich. Das heißt, die Menschen sind das schon ein Stück weit gewohnt. Ist man da jetzt zuversichtlich, dass Russland diesen Krieg gewinnt, oder steht man da womöglich ja der ganzen Situation eher kritisch gegenüber, weil es ja zunächst erstmal nur Nachteile mit sich bringt und ja, man weiterhin beschossen wird von dem ukrainischen Militär. Wie ist da die Stimmung gegenüber Russland und vielleicht auch gegenüber Putin? Also bin ja nun schon sechsmal in dem Gebiet gewesen seit 2014. Von daher kenne ich auch die unterschiedlichen Phasen. Also es gab eine heiße Kriegsphase 2014, 2015. Dann wurde es etwas entspannter. Und ja, sogar bis 2019, das erste Amtsjahr von Zelensky, gab es eine kurze Truppenentflechtung. Das heißt, es gab auch Zeiten, wo auch in Donetsk es relativ ruhig war. Also man hörte vielleicht im Entfernten, hörte man den Donner von den Geschützen. 2018 erinnere ich mich. Aber es gab nicht diesen Beschuss. Also was jetzt passiert mit Donetsk, ist praktisch eine äußerst brutale Dauerbombardement, der eben bis in das Stadtzentrum geht. Auf den Telegram-Kanälen der Stadtverwaltung liest man also jeden Tag drei Tote. Und entweder durch kleine Minen, also solche verbotenen Minen, die abgeworfen werden, wo Kinder auch und Rentner drauftreten können, oder eben auch durch in Folge von Beschuss durch 155 mm Granaten aus NATO-Geschützen. Und also alle Beobachter sagen, also der Beschuss von Donetsk ist sogar schlimmer als 2014, 2015. Die Frage, wie ist die Stimmung? Also ich habe eigentlich niemand getroffen, der gesagt hat, wir siegen. Also das sagt vielleicht das Oberhaupt von Donetsk, Denis Puschilin, um den Leuten auch ein bisschen Mut zu machen. Und sagen vielleicht auch Militärs und einfach Historiker, weil es dann auch historisch stimmt. Russland siegt letzten Endes immer. Also Napoleon wurde besiegt, Hitler wurde besiegt. Aber in dieser konkreten Situation habe ich mit das Bewusstsein, wir werden siegen, habe ich da fast nicht getroffen. Also es war eher so, wir müssen uns verteidigen. So eine Stimmung war es. Wir müssen durchhalten und es wird schon irgendwie gut. Wir werden es irgendwie schon schaffen. Oder auch Stimmung eines Rentners, der sagt zum Beispiel, ich gehe nur noch raus, also auf den Boulevard, der Puschkinski Boulevard im Zentrum in Donetsk, um einzukaufen.
Und es ist ziemlich gefährlich. Aber was soll ich machen? Ich habe das ganze Leben für meine Wohnung gearbeitet. Ich kann die Wohnung nicht irgendwohin mitnehmen und so viel Geld habe ich auch nicht, um mir irgendwo anders was Neues aufzubauen. Diese Argumentation ist eine Argumentation, die man vor allen Dingen von der älteren Generation hört. Während die Jungen, also der gleiche Mann sagte zum Beispiel, ja, meine Kinder sind in Nischni Nowgorod in Russland untergekommen. Und viele Jugendliche, das fiel mir schon im März auf, als ich in Donetsk war, man sieht sehr viel ältere Leute. Ja, weil die einfach nicht so mobil sind. Und auch die Jüngeren versuchen dann eben nach Russland zu gehen. Sicherlich auch einige in die Ukraine. Aber ich denke, in den Volksrepubliken sicher der Großteil nach Russland. Man muss einfach sehen, dass, ja, ich meine, das ist, wie kann man, eine große Siegesstimmung kann da nicht aufkommen. Ich meine, 2014 erinnere ich mich, das war im Mai 2014, war ich in Donetsk und da waren die Leute ja, als sie auch für die Unabhängigkeit gestimmt haben, waren sie ja überzeugt, dass alles gut werden wird. Und man stimmt für die Unabhängigkeit oder für eine unabhängige Republik Donetsk mit der Option auch Teil einer föderativen Ukraine zu sein. Es war noch nicht so, dass man nur hundertprozentig mit Russland, aber als Russland oder föderative Ukraine. Und das war eine völlig andere Stimmung. Natürlich der Anschluss die Vereinigung der Krim mit Russland im März, April 2014 gab den Leuten auch eben sehr viel Mut. Das ist auch relativ ohne Blut und so weiter. Und ich glaube, also viele Leute konnten sich natürlich nicht vorstellen, dass es sich so entwickelt, dass die NATO und Deutschland und die USA mit so verbissen die Ukraine unterstützen, kritiklos unterstützen, nie kritisieren, dass die Ukraine Wohngebiete in Lugansk bombardiert. Auch die deutschen Medien berichten nicht darüber. Das heißt, das Leid der Menschen dort findet statt, ohne dass die westliche Öffentlichkeit da was von weiß. Also die 90% wissen da nichts von. Das habe ich in Deutschland immer wieder gemerkt, wenn ich gesagt habe, wisst ihr nicht, dass da seit 8 Jahren Krieg läuft? Also die meisten haben gesagt, ja, weiß ich eigentlich nichts von. Aber das lass uns nicht darüber reden. Wir können nicht zulassen, dass Putin die Ukraine überfällt. Das war also so eine richtig so ein Schmalspur-Denken. Da war ich wirklich schockiert und sehr enttäuscht, auch von Freunden, die ich in Deutschland habe, dass sie so wenig hinterfragen und so wenig, ja, einfach. Also hatte ich das Gefühl, die deutsche Propagandamaschine hat wirklich volle Arbeit geleistet. Und na gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, Sie hatten mir jetzt im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie eine sehr heikle Situation auch miterlebt haben, nämlich den Beschuss auf das Oberhaupt der Volksrepublik Donetsk, Denis Puschilin. Können Sie da noch einmal beschreiben, was da genau vorgefallen ist und wie Sie diese Situation erlebt haben? Ja, das war am 23. August. Ich saß im Hotel Park Inn in Donetsk, in der zweiten Etage, war mein Zimmer. Es war ruhig. Ich schrieb da gerade was. Das Fenster war auf. Ich hörte den Rasenmäher auf der Straße. Also der war da tätig vor dem Hotel. Auf einmal hörte ich so ein Pfeifen in der Luft und danach so ein Krachen. Und das ging also im Minutentakt, also 3, 4 Mal. Und das war eigentlich das erste Mal. Also so nah war ich noch nie am Krieg dran. Also das sozusagen 300 Meter von unserem Hotel wurde zielgenau, wirklich eine zielgenaue Aktion in die obersten Geschosse des Amtssitzes von Puschilin wurden mehrere Geschosse platziert. Und vor dem Gebäude waren Trümmer und also Glas und Steinsplitter und naja, wir rannten alle schnellen Schrittes in den Keller zusammen mit den Hotelbediensteten und saßen da. Also die Hotelangestellten sind das schon gewohnt und auch viele Journalisten, die da ständig in dem Gebiet arbeiten. Aber ich war
Ja, ich war doch innerlich sehr aufgewühlt und aber man ist es, ist es eigentlich so, man ist als Neuling, passt man sich dann doch schnell an, guckt, wie die Leute reagieren und wenn die dann nicht panisch sind, dann ist man eigentlich auch eher nicht panisch, obwohl es eigentlich Grund gäbe, also sehr panisch zu sein. Und aber es ist praktisch in Donetsk, also für Journalisten, wirklich schwer, weil an diesem 23. wurde praktisch nicht nur nahe unserem Hotel, am Puschkinski-Boulevard war das, ging da Geschosse nieder, sondern auch an einem anderen Hotel zentral, auch direkt im Zentrum. Und da wurde der Eingangsbereich zerstört. Die Leute wurden dort nicht verletzt, nur weil sie alle im Keller waren, hab ich dann später gehört. Und also wohnen auch viele Journalisten. Das heißt also, der Angriff auf oder dass da sozusagen in der Nähe von Hotels auch eben zunehmend Bomben fallen oder Granaten einschlagen, das ist natürlich auch für Journalisten oder für die Berichterstattung ein großes Hindernis und kann man auch deuten in der Hinsicht, dass die ukrainische Führung nicht daran interessiert ist, dass eben über ihre Zermürbungstaktik berichtet wird in westlichen Medien. Ich habe leider auch keine Journalisten aus großen deutschen Medien getroffen, weder im März, als ich da war, noch jetzt im August. Also wäre ja mal gut, wenn ARD oder ZDF-Korrespondenten mal eine Woche in Donetsk mal auch mal leben Die und nicht sitzen nur alle in immer, Kiew. ja, und oder vielleicht, ja, ich meine, das ist also. Das ist schockierend. Also ich erinnere mich, 2018 bei den Wahlen zu dem Parlament der Volksrepublik war tatsächlich ARD und ZDF dort. Und da hatte ich schon das Gefühl, oh, jetzt, das ist ja völlig vielleicht ein Tauwetter fängt jetzt an und jetzt fangen die Medien an, auch mal von der anderen Seite zu berichten. Aber das war absolute Ausnahmesituation. Danach wurde das Schweigen und die Nichtberichterstattung fortgesetzt. Und aber ich habe für mich selber habe ich also dieses Kriegserlebnis, dieser direkte Kontakt mit Beschuss, hat mich nicht dazu gebracht, jetzt zu sagen, da fahre ich nie wieder hin, sondern ich werde da wieder hinfahren und möchte auch, ich hoffe auch, dass weiter, ja, was heißt ich hoffe? Ich weiß, dass viele Kriegsjournalisten, die sind das gewohnt, die werden da weiter hinfahren, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich hoffe natürlich, dass auch aus Deutschland Leute nach Donetsk kommen, die vielleicht nicht diese Erfahrung haben. Und aber gerade auch die Beobachter, die das normale deutsche Leben eben leben und die vielleicht einfach den Wunsch haben, mal mit den Menschen dort zu sprechen in Donetsk und in Lugansk, das wäre eine sehr große Bereicherung für die deutsche Meinungsbildung. Und also das hoffe ich, dass solche Menschen aus verschiedensten Berufen und Sphären der Gesellschaft, Politiker, wenn die sich mal aufmachen würden, also auch vielleicht von den Parteien und vielleicht von Verbänden und von der Kirche und so weiter, wenn die da auftauchen würden, das wäre sehr, sehr gut. Sie waren ja auch schon 2008 im Georgienkrieg, Sie waren auch im Tschetschenienkrieg in Syrien. Waren Sie damals auch? Wie hat sich denn dieser Krieg jetzt in Donbass im Unterschied auch zu den anderen Kriegsgebieten, die Sie bereist haben, unterschieden? Naja, ich würde sagen, was ist der Unterschied? Also, schwer zu sagen. Ich meine, dieser Krieg ist nun sehr speziell, weil er stattfindet am Rande Russlands. Und da, wo praktisch Russen leben oder auch Ukrainer leben, die aber sich Russland verbunden fühlen und mit Russland in Freundschaft zusammenleben wollen. Das ist eigentlich der große Unterschied, würde ich mal sagen. Dass dieser Krieg ja von der NATO direkt vor Russlands Grenze sozusagen unterstützt wird mit Waffen, mit einseitiger Medienberichterstattung, das ist eigentlich das absolut Beängstigende, das Neue, und das, was auch
was diesen Krieg auch von den anderen Kriegen unterscheidet. Gut, das Tschetschenienkrieg war ja auch, das war sogar in Russland. Da war ja die Situation, dass 94 die Tschetschenen sich unabhängig machten und sagten, wir wollen jetzt auch unabhängig sein, wo, so wie auch andere Sowjetrepubliken, haben sie gesagt, warum können wir doch auch machen. Naja, und da hatte ich gehofft, dass Russland versucht, also erstmal irgendwie mit Verhandlungen, also dieses Problem zu lösen, aber dann hat man doch sehr schnell, ist man auch, ist Russland, hat Russland militärisch reagiert. Und es war auch sehr, sehr grausam. Also es war praktisch ein Innenkrieg in Russland, wo praktisch nur russische Staatsbürger kämpften, also russische Soldaten und auf der anderen Seite eben Tschetschenen, die aber alle russische Bürger waren. Und das war für Russland also ein schrecklicher Konflikt. Und also ich stand da so zwischen den Fronten. Ich hatte Kontakt zu den Tschetschenen, also nicht zu den Islamisten, sondern zu den normalen, sag ich mal, separatistisch Eingestellten. Und ich hatte Kontakt zu den russischen Behörden. Ich bin auch mit dem russischen Notstandsministerium, bin ich dann nach Grozny gefahren, 2000, im Januar, Februar war das. Hab da auch bei der Leichenbergung war ich Augenzeuge und bei der Ausgabe von Nahrungsmitteln durch das russische Notstandsministerium. Und naja, das war, der Westen hat damals ja praktisch, also ich habe mich da so ein bisschen täuschen lassen. Ich dachte, die große Anteilnahme des Westens an dem Tschetschenienkrieg sei vor allen Dingen humanitär. Und wirklich, und dann habe ich jetzt durch diesen Ukraine-Krieg habe ich gemerkt, also dass dahinter, glaube ich, immer steckte auch die Hoffnung bei vielen in der deutschen Elite und in den deutschen Medien, dass Russland geschwächt wird, dass Russland vielleicht sogar zerfällt. Und das ist jetzt ja wieder. Also ich meine, jetzt sehen wir Rückzug in Charkow. Wie reagieren die deutschen Medien? Jetzt wird also darüber spekuliert, dass also da wird auf einmal berichtet, dass es Unruhe gibt in Russland und es werden sogar Ultranationalisten, also russische Ultranationalisten, werden zitiert, die stärkeres militärisches Vorgehen fordern. Oder sage ich Ultranationalisten, vielleicht Nationalisten, sehr starke Patrioten, sage ich mal, denen das zu schwach ist, wie Russland vorgeht. Also mit so einer Freundlichkeit wird über die berichtet, da denkt man, wie kommt denn das? Dass deutsche Medien, die also monatelang Putin als den Schlimmsten, als wie Hitler und also Diktator, jetzt auf einmal ihr Interesse und ihre Sympathie entdecken und den Raum geben, also die sozusagen noch viel härter dastehen als Putin. Und an Putin auf einmal offenbar was Positives finden, dass er eben vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist, wie immer beschrieben wurde. Also es ist wirklich, also man merkt einfach, in den deutschen Medien gibt es diesen Wunsch, also man muss dieses starke Russland, was sich jetzt in den letzten 20 Jahren unter Putin doch stabilisiert hat, man muss das irgendwie, das kann nicht so weitergehen. Dieser Putin muss irgendwie zur Raison gebracht werden, mit welchen Mitteln auch immer. Ob das nun Kommunisten sind, Nationalisten, Tschetschenen oder was weiß ich. Wir werden jeden zitieren, wir werden jedem Raum geben, der Putin, also der an dieser Stabilität irgendwie, der diese Stabilität in Frage stellt oder torpediert oder was, wie auch immer. Und das ist also so offensichtlich, dass das den Leuten in Deutschland nicht auffällt. Diese, sag ich mal, diese Engagiertheit in der Berichterstattung, dass man nicht versucht, wirklich mal mit den Leuten, also warum geht man nicht mal in russische Dörfer und jetzt nicht, um da nur den Zerfall zu zeigen, sondern auch zu fragen, ja, warum wählt ihr denn Putin? Ja, die Leute wählen Putin, weil es gibt viel zu kritisieren, aber sie wählen trotzdem Putin, weil es keine Alternative gibt und weil es auch einiges Positives gibt, was Putin geleistet hat. Und diese Meinung des Volkes wird verschwiegen. Und ja, das erinnert mich schon wirklich fast an die Nazi-Propaganda im Zweiten Weltkrieg, wo auch nur gezeigt wurde, die Russen sind wild, die leben in Lehmhütten und also
Ich erinnere, mein Vater, der war auch im Krieg in Russland, und der hatte besondere Angst vor den Burjaten, also weil die angeblich besonders wild seien. Also die wurden bei den Nazi-Plakaten ja auch mit Schlitzaugen und mit Dolchen gezeigt. Also praktisch die unzivilisierten asiatischen Horden nähern sich Europa. Und ich war, das Komische war, ich war in Nord-Lugansk jetzt, und da erzählte mir ein Anwohner, dass die Ukrainer sie ihnen auch gesagt hätten: Ja, passt auf, die Burjaten kommen und werden eure Häuser besetzen. Also die wilden Burjaten ist praktisch eine Region im äußersten Osten Russlands, mit also an der Grenze von Mongolei. Und die ukrainische Propaganda läuft offenbar so: Wir sind das zivilisierte Europa. Wir sind schon Teil des zivilisierten Europas. Und alles, was östlich von uns ist, ist praktisch schon wild, autoritär und eben asiatisch gefährlich. Und ich meine das vor dem Hintergrund, dass eigentlich in der Ukraine jeder, der seine Meinung sagt, der vielleicht mit Russland in Frieden leben will, ja, auf der Straße angegriffen wird von Schlägertrupps, die vom ukrainischen Innenministerium finanziert werden, also diese rechtsextremen Gruppen, die es da gibt. Könnte man lange darüber reden, aber ich meine, dieses Bewusstsein, wir gehören zum freien Europa und sind zivilisiert, das trifft für die Ukraine nicht zu. Da gibt es Terror gegen jeden Andersdenkenden und Abschaltung aller Oppositionskanäle, Inhaftierung von andersdenkenden Journalisten, Mord an Journalisten. Ich meine, wird immer geredet, Mord an Journalisten in Russland. Ja, gab hier viele solche Fälle, auch vor allen Dingen in der Jelzin-Zeit, aber auch unter Putin gab es ermordete Journalisten. Aber ich meine, was ist denn, warum berichtet man nicht auch über die ermordeten Journalisten in der Ukraine? Gibt es massenweise solche Fälle, vor allen Dingen auch Politiker, die ermordet wurden? Darüber wird geschwiegen, und diese Einseitigkeit ist wirklich abstoßend. Und auch Sie haben Einreiseverbot in die Ukraine seit, ich meine, 2016 dürfen Sie nicht mehr in die Ukraine einreisen. Ja, also das Einreiseverbot war 5 Jahre begrenzt, also das lief praktisch letztes Jahr aus. Ich habe nicht probiert, jetzt in die Ukraine einzureisen, weil Ist vielleicht auch besser so. ich hatte einen Film über Odessa gemacht, über diesen Brand im Werkstatthaus, und damals, schon 2015, hatte ich Angst in die Ukraine. Ich war in Odessa, wollte ich einreisen. 2016 wurde an deinem Flughafen wurde ich aufgehalten, kriegte diesen Stempel in meinen deutschen Pass und wurde zum Flugzeug zurückbegleitet. Und dort erst bekam ich meinen deutschen Pass wieder. Ja, und leider hat das deutsche Außenministerium auch nicht dagegen protestiert, sondern hat sich dann praktisch hinter die Argumentation der ukrainischen Behörden gestellt. Ich sei ja im 2015 über Russland nach Donetsk gereist, und das sei der Grund, dass man mir dieses Einreiseverbot gegeben hat. Also, weil es eben diese Bestimmung gibt, man muss in die abtrünnigen Gebiete über Kiew die besuchen, von Kiew aus, und nicht über die russische Grenze. Naja, ich habe das missachtet, weil ich schon damals dachte, also wenn ich über Kiew einreise, dann bin ich mir meines Lebens nicht sicher. Also das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Und naja, so kam ich überhaupt dazu, immer wieder nach Donetsk zu reisen. Ich würde natürlich liebend gerne die Ukraine bereisen, ich war das erste Mal in der Ukraine als Tourist, sogar 1983, und danach viele Male. Also ich habe da auch Bekannte und möchte die gerne wiedersehen. Aber die Ukraine ist ein wunderbares Land, also mit einer reichen Kultur, also wunderbare Städte, also sehr, sehr traurig, dass ich da nicht sein kann. Herr Naja. Heiden, ich würde sagen, an der Stelle haben wir ausführlich über all die Ereignisse gesprochen, die gerade dort drüben geschehen. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Liebe und Gute und liebe Grüße nach Moskau. Ja, vielen Dank.